Sind wir auf 1? Ja. Man muss jetzt nicht diesen nehmen, man kann jetzt den normalen Standard-Rückenauflieger auch nehmen. Der kann ja auch 12 Meter oder sogar noch länger transportieren. Aber wenn er schon da ist, dann nehmen wir den. Oder beziehungsweise ich. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden, was für ein Gerät das für ihn da am besten ist. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt für mich da am besten ist. Aber ich spiele halt mit dem gerne. Mit diesem LKW dann. Also optimaler wäre der normale, wäre auch hier jetzt der normale Auflieger, der normale Rückenauflieger, der wo standardmäßig sogar im Spiel ist. Oder was Vergleichbares. Unter Umständen dann mit einem mit so einem Ladefahrzeug halt mit Greinach dran, dass man halt nicht, dass man halt aus der LKW-Perspektive da aufladen kann und nicht quasi von der Seite, das ist dann wieder ein bisschen problematischer. Das sind ein bisschen chronische Stämme, da muss man halt ein bisschen mal so laden und so, dass man halt die Ausladung da besser zusammenbekommt. Also das ist ja vorne so hoch und hinten quasi weniger Holz drauf. Bringt man auch mehr drauf dann, wenn man es so macht. Aus. Na, sind ein paar zu viel. Dann immer in dem Fall bei dem immer mit Spanngurt sichern, weil die sonst runterrutschen, die Stämme, die lang. Weil je länger der Stamm, desto mehr Eigenleben hat er da in dem Spiel. Jetzt schauen wir mal, den tun wir mal anders drauf. Gehen wir mal so rüber. Das müssen wir kurz absetzen, aber es geht schon.
Peter sagt. So, jetzt können wir auch einen Spanker drauf machen. Zug ist auch schon weg. Nicht, dass der kommt, wenn wir gerade drüber fahren. Schauen wir mal. Ja. Oder wir positionieren uns ein bisschen anders. Weil sonst der Kran immer im Weg ist, da kann man da nicht genau drüber blicken. Schauen wir mal, wie wir stehen. Je besser man sich positioniert, desto einfacher tut man sich halt. So optimal. Oh, das wollten wir nicht. Ich dachte, es ist weg. So, jetzt. Jetzt ein bisschen fail. Müssen wir retten, was man retten kann. Passiert jetzt zum Beispiel mit dem Fliegelauflieger, kann es nicht passieren. Das wird's. Kann schon nach hinten wegrutschen, aber nicht so extrem wie jetzt bei dem da. Muss man ein bisschen umtun, bevor es ganz hinten weg ist. So.
kann schon ein bisschen nachschieben. So, Positionen, so das passt. Da wird schon ganz abhauen da. Mal, dass wir das halbwegs retten können da. Bisschen ab, bevor das ganz aus der Kernreichweite verschwindet. Stellen wir uns noch ein bisschen anders hin, damit wir ein bisschen besser reinschauen können.
bräuchte man, glaube ich, fast noch was. Bisschen was wird noch reingehen. Bisschen was wird noch reingehen. So. Umgedreht rein tun müssen, so. Der passt so nicht mehr ganz. Im Zopf als erstes passt er nicht mehr rein. Noch ein bisschen zurück. So. Na gut, zwei können wir noch rein oder drei. Schauen wir mal, laden wir noch ein bisschen auf. Vielleicht ein paar kleinere noch. Unter Umständen ein größerer müsste auch noch gehen, da können wir mal hinnehmen.
Ding raus. Eine Gurte drüber. Ein bisschen rein da. Und reinbekommen wir doch nicht mehr ganz so viele wie gedacht. Das war jetzt nicht der Plan. So. Na, jetzt müssen wir schauen. Vielleicht geht es mit ein bisschen Gewalt. Nein. Weil das jetzt nicht gleich alles explodiert, da so eine Kollisionsexplosion gibt und alles in der Gegend rumblickt. Mal einfach. Ja, schaut gut aus. Na, ist ein bisschen zu klein dafür. So, und jetzt können wir damit zum Sägewerk fahren. Das kann man halt überall annehmen, wo jetzt oder überall ablegen oder überall abladen, wo quasi auch normales Holz angenommen wird. Man braucht jetzt da nicht diesen zu einer speziellen Container-Entladestelle zu fahren. Da fehlen halt Container mit einem Container-Chassis mit einem richtigen. Dass sowas jetzt auch nicht passiert, weil dieses Drehen da sollte eigentlich nicht sein. Schauen wir, dass wir da noch irgendwie durchkommen. Wo ist denn der Zug?
ist denn ein Stück her, das wir aufmachen können. Können wir es uns ja nochmal anschauen. Gut, stehen wir natürlich mit dem LKW genau auf den. Na, geht schon. So. Stehen wir natürlich genau auf den Trigger drauf. Fahren wir ein Stück weg. So. Na, warum will er denn nicht? Genau, hat uns 38.000 gebracht. Jetzt ist er leer. Gut, das war's jetzt mit Langholz in den 40-Fuß-Container zu laden. Ich werde noch was mit den kleinen Container, also mit den 20-Fuß-Container machen. Und genau. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, pfiat euch.